Herzlich willkommen, hier ist Albertus TV und wir leben Düsseldorf, genau, ja, eine Co-Produktion von Albertus TV und wir leben Düsseldorf am Burgplatz hier in Düsseldorf, der Name sagt es schon und wir haben hier einen traumhaften Sonnenuntergang gerade erlebt, hier sieht man noch den blauen Himmel und da ist die berühmte Treppe, da ist alles noch ganz harmlos. Aber uns interessiert heute vor allen Dingen eines hier, die Faces. Viele von euch haben vielleicht davon schon gehört und hier sehen wir es im Hintergrund. Da geht es in 9 Minuten wieder los. Und der Christian und die Nick, die haben da ihr ganz besonderes Erlebnis. Aber bevor wir die beide fragen, steuere ich mal zielgerichtet hier auf den Jan Ising zu. Der ist nämlich, das habe ich in der Zeitung gelesen, der Macher von dem Ganzen hier. Jan, für all die, die uns zuschauen in Deutschland und weltweit, was ist das genau, Faces? Faces ist ein Projekt, mit dem ich 2011 in Berlin beginnen konnte, als es darum ging, eine Geschichte zu finden, um sich mit einer Stadt zu identifizieren. Damals habe ich Faces of Berlin gründen können und das erste Mal Menschen fotografiert, sie reduziert auf ihr Gesicht und auf eine gigantische dreidimensionale Kopfform projiziert, sodass die Gesichter plötzlich wieder lebendig werden. Und das habe ich dann zum Glück, bin nach Jerusalem eingeladen worden und habe das jetzt schon durch fast halb Europa machen können. Und jetzt gerade, wo wir immer mehr die Gesichter verlieren und Masken tragen, habe ich hier in Düsseldorf, wo ich seit einer ganzen Weile lebe, mit dem Festival, mit dem Düsseldorf Festival zusammen die Möglichkeit bekommen, die Faces of Düsseldorf als Wir sind das Gesicht der Stadt hier zu produzieren. Wie müssen wir uns das technisch vorstellen? Wir haben hier so ein ziemlich großes Gerüst, das ist verhüllt. Ja, das sehen wir. Beschreib mal, wie sieht es aus? Also, was wir hier hinter uns sehen, ist natürlich, ich brauche einen sehr stabilen Turm, weil Windlast und Sturm ist im Herbst ein großes Thema. Und darauf habe ich vorne die große Skulptur. In diesem Fall mogeln wir ein bisschen, es ist keine Gipsform, es ist eine aufgeblasene Skulptur, die wir sehr mühsam haben herstellen lassen, was man so kaum sieht. Aber damit kann ich sie transportieren, so dass ich wirklich ein dreidimensionales, ein universelles Gesicht habe, was hier steht, auf den Burgplatz schaut und in dem Moment, wo der Trailer beginnt, einfach die Form von jedem von uns annimmt. Jeder von uns ist Faces, weil egal ob schwarz, grün, groß, gelb, reich, arm, politisch, links, Mitte, rechts, was auch immer, wir reduzieren uns alle auf das, was wir sind, auf unsere Augen, Nase und Mund als Menschen. Wie reagieren die Menschen hier in Düsseldorf und was sind deine Erfahrungen in verschiedenen Städten und Ländern? Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich gehe begeistert abends zwischen den Menschen hier hin und her und achte auf die Reaktionen. Es gibt Leute, die finden das einfach nur lustig, weil jemand eine große Nase, kleine Nase hat. Es gibt andere Menschen, die völlig fasziniert davor stehen, wie detailliert man plötzlich jemand im Gesicht gucken kann, was in dieser Größe natürlich nochmal ganz andere Perspektiven bedeutet. Es gibt auch ein Nationalbewusstsein zum Beispiel. Also da sind ja auch Gesichter bei mit der geschminkten türkischen Flagge beispielsweise. Wenn dann Türken auf dem Platz sind, dann fangen die an zu jubeln und zu klatschen. In Israel war das ganz extrem. Wann immer das israelische Gesicht kam, brach Riesenjubel aus. Bei der deutschen Maske sind wir Deutsche alle ein bisschen verhaltener, wir sind da ein bisschen zurückhaltender. Obwohl wir hier 2006 genau auf diesem Platz auch das Wintermärchen erlebt haben. Ne? Aber es ist wieder ein bisschen eingeschlafen. Wie geht es weiter in Zukunft? Gibt es schon neue Stationen? Also ich habe das ja also schon ein paar Jahre gemacht, dann habe ich es ein bisschen einschlafen lassen, weil ich mich auf andere Projekte konzentriert habe. Jetzt fangen wir an. Wir hoffen, dass wir es schaffen, komplett durch alle europäischen Hauptstädte zu gehen. Habe witzigerweise aber jetzt die ersten Gespräche im Augenblick, führe ich mit Moskau, Shanghai und Katar. Das sind die drei, die sich direkt wieder gemeldet haben und gesagt haben, lass uns gucken, ob wir das nicht bei uns machen können. Oh, Katar, Fußball, ne? Da passiert was in Zukunft. Da. Hör mal, dein lieber Nachbar hier, was macht der? Das erzählt er uns mal. Stell dich mal vor. Genau, das ist ja das Schöne dabei. Wir haben die Gesichter der Stadt und wir haben Künstler der Stadt. Und ich habe eine Vergangenheit hier in Düsseldorf durch viele Shows, die ich in den 90er Jahren hier bauen konnte. Und in den 90er Jahren habe ich eben auch Christoph Emmanuel Boucher kennenlernen dürfen, der ja ursprünglich mal als der Mauerkünstler bekannt wurde, hier in Düsseldorf lebt. Und wir haben 1997 mit Pomp, Duck & Circumstance in Berlin am Anhalter Bahnhof ein unglaubliches Gelände mit alten Mauerstücken inszeniert. Er lebt hier und er hat für Faces selber ein Bild, Faces of Düsseldorf, gemalt. Und das Entstehen dieses Bildes, praktisch wie so ein Zeitraffer, sehen wir auf der Maske, auf der dieses von ihm gemalte Gesicht entsteht. Das machen wir auch mit Joe Brockerhoff, einem der großen alten Düsseldorfer Künstler, und einem jüngeren Künstler, den Mirko Blum, die alle ein Projekt, eine Arbeit speziell für Faces gemacht haben, die wir am Schluss des Düsseldorf-Festivals versteigern werden zugunsten notleidender Künstler. Das ist eine tolle Atmosphäre heute hier. Wie erleben Sie das hier? Ja, genau, Düsseldorf, aber nicht mehr eine gute Atmosphäre für die Kunst. Nicht vergessen, Düsseldorf hat eine Tradition mit der Kunst und auch mit einer Geschichte. Sehr interessant. Ja.
Sehr gut. Toll, dass Sie mit dabei sind. Christian, hör mal. Guten Abend. Hallo. Da ist er. Ich gucke auf zu dir hier im blauen Himmel. Nein, alles gut. Wie gefällt dir das? Ja, erstmal bin ich total stolz, oder wir sind stolz, Nick und ich, dass wir da mitmachen dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Jan kennengelernt, ein unheimlich sympathischer Kerl. Ich habe ihn auch kennengelernt, super. Also ich war bei ihm auch im Atelier. Seit ich die Gruppe habe, lerne ich nur tolle Leute kennen. Aber wir haben uns auch kennengelernt. Ja, wir haben uns auch kennengelernt und es läuft wie eine Rakete, also ich bin total zufrieden. Ich habe das erste Mal hier gesehen. Was mir ja besonders gefallen hat, sind diese verschiedenen Nationalitäten, die man im Gesicht sehen konnte. Das tut ja in diesen Tagen gut, wo die Welt so ein bisschen verrückt ist, oder? Ich habe die Frage jetzt leider nicht verstanden. Das macht nichts. Ich muss den Jan das nochmal fragen. Ja, da kannst du nochmal denken. Jan, die verschiedenen Nationalitäten, die haben mich sehr beeindruckt. Das tut ja gut in diesen Tagen auch, ne? Wo die Welt verrückt spielt. Das ist das Unglaubliche an der Geschichte, weil man so wunderbar sehen kann, dass es eben wirklich völlig egal ist, wo wir herkommen. Mit unseren Gesichtern, wir sind eins. Natürlich haben wir unsere individuellen Merkmale, unsere Ausdrücke, aber wir sind eins, wir sind Menschen und es spielt gar keine Rolle, woher wir kommen, was wir denken, zu was für einem Friseur wir gehen oder wie teuer unsere Krawatte gewesen ist. Wir passen hier alle zusammen und das funktioniert auf der ganzen Welt, egal wo du mit Faces auftauchst. Die Menschen zeigen Gesicht für ihre Stadt und vereinen sich und das ist unglaublich und macht irre viel Spaß. Mensch, mit diesen Sätzen gehe ich heute beflügelt ins Bett. Christian, was empfindest du denn hier so, wenn du das siehst? Und wir standen ja eben nebeneinander hier, das ging, glaube ich, wie viele Minuten? Nur 10 Minuten etwa? 17 Minuten. Oh, hab ich gar nicht so gemerkt. Was empfindest du dabei, wenn du das siehst? Ja, wie gesagt, ich bin erstmal unheimlich stolz, dabei zu sein und ich finde die Technik sensationell. Also diese Gesichter, wenn die zusammen verschmelzen, ist eine enorme Technik. Ich habe es auch versucht, aber es war nicht so perfekt. Tolle Stimmung hier. Sag mal, Nick, wenn du das so gesehen hast, wir standen ja nebeneinander eben auch, was hast du da empfunden? Also ich habe vor allen Dingen nochmal zurückgedacht, als die Bilder aufgenommen worden sind. Das hat ein sehr toller Fotograf gemacht, der das wirklich sehr einfühlsam gemacht hat und so das aus den Leuten rauskitzelt. Das sieht man hier auch, den Spirit in den Bildern. Ja, er ist auch hier und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das hat richtig Spaß gemacht und ich bin auch überrascht vom Ergebnis. Wir haben die Bilder ja zugeschickt bekommen und ich freue mich darüber. Es ist echt sehr schön. Na, geht gleich wieder los. Gucken wir uns ein bisschen an. Sag mal, du wolltest ein bisschen Werbung machen. Komm, das passt jetzt gerade. Wir haben die Werbepause gerade. Ja, das ist richtig so. Genau, in die Werbepause. Ja, also erstmal, es ist ja noch ein schöner, toller Abend heute in Düsseldorf. Und es ist noch nicht wirklich kalt, aber auch nicht mehr warm. Und ihr wisst ja, dass ich Musik mache. Und wir haben uns überlegt, dass wir etwas für euch organisieren möchten. Und wir spielen am 27.09. in der Cocktailbar Minze. Da wird es Gesang geben, Begleitung Gitarre und das Tolle ist, es gibt Cupcakes und ich habe eine ganz tolle Frau gefunden, die das richtig, richtig gut macht. Ich habe mich erst selber versucht, aber ich muss sagen, backen und kochen jetzt ist okay für ein Hausgebrauch, ne? Aber diese Frau, die macht super Cupcakes. Also merkt euch den 27.09. Im Eintritt von 10 Euro ist ein Cupcake mit dabei und wir genießen einfach den Nachmittag. Ja, super. Die Minze kenne ich, deine Musik habe ich da auch erlebt. Also kommt hier nicht, ich kann das nur empfehlen. Da ist der Fotograf. Den habe ich heute Mittag beobachtet. Der ist ein Superstar. Den habe ich bei Josef Hinkel in der Politik erlebt. Und da wuselt er hin und her, macht das richtig gut. Das ist Passion, ne? Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und das war wirklich für mich wie Kindergeburtstag. Das heißt einfach nur, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die Menschen in Szene zu setzen. Weil jeder Mensch kann von sich aus strahlen. Du musst also nicht ein bestimmtes Klischee erfüllen. Du musst nicht besonders schön sein, sondern einfach nur du selbst. Und das ist einfach hier wunderschön. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr viel Spaß. Ja, das merkt man auch. Das ist richtig klasse. Es geht in 18 Sekunden los. Da gucken wir gleich mal. Ich brauche mal euer Lieblingsessen. Komm, fang an. Oh ja, also zurzeit, ich versuche mich an Kürbisgerichten. Ich habe Kürbisfrikadellen gemacht und Auflauf mit Kartoffeln und Kürbis. Dein Lieblingsessen? Oh, Pommes Currywurst, ganz einfach. Super. Dein Lieblingsessen hören wir immer gerne. Grünkohl mit Pinkel. Kommt jetzt. Dein Lieblingsessen, Jan? Bekennender Sushi-Fan. Ich könnte mit den Thunfisch baden. Das ist unglaublich, von morgens bis abends. Eben auch ein bisschen gegessen. Dein Lieblingsessen, was isst du gerne? Alles. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Ich zeige euch noch mal ein bisschen hier, ein bisschen entfernen. Jetzt geht's hier los. Eine tolle Atmosphäre hier auf dem Burgplatz. Und so geht's dann jetzt hier
bei Faces dann auch los. Hier sehen wir den Schlossturm. Und jetzt ist der Ton wieder weg, aber ist egal. Guck mal, seht euch mal diesen blauen Himmel an. Also wer Lust hat, geht hier morgen einfach mal hin. Und ach Mensch, also den Burgplatz haben wir immer gerade die richtige Uhrzeit auch erlebt hier, mitbekommen. Ja, schaut euch mal an diesen wunderschönen blauen Himmel. Wir haben, ist nicht mehr so richtig warm, so 16 Grad ungefähr. Also man muss schon eine Jacke mit anziehen hier. Und zeig euch jetzt mal hier noch ein bisschen. Ah, da ist der Ton, guck mal. Schon eine großartige Qualität, ne? Wie das hier gemacht wird. Also da kann ich mich richtig dann satt sehen. Ich sehe es jetzt zum zweiten Mal hier. Und wir warten mal noch so lange, bis wir die Nationalitäten sehen. Mal gucken. Und ich drehe jetzt mal hier ein kleines bisschen. Und dann sehen wir hier diesen wunderbaren, fantastischen Himmel. Direkt hier an der Treppe. Ja, und heute sind wir mal ganz anders mit dem Sonnenuntergang hier. Gehen wir nochmal hier in die andere Seite. Hier ist heute das Licht angegangen am Burgplatz. Hier normalerweise ist es hier ganz dunkel, aber das ist einfach heute angegangen hier. Aber ich finde, das tut uns nicht schlecht hier. Und mit diesem wunderbaren Himmel hier freue ich mich heute wirklich, dass wir so einen schönen, kunstvollen Sonnenuntergang hier heute sehen. Das ist wirklich großartig. Und wir grüßen natürlich Wir leben Düsseldorf. Ganz herzlich die Gruppe hier, die wahnsinnig schnell gewachsen ist in der kurzen Zeit, seit, ich glaube, November letzten Jahres. Und das macht richtig Spaß, die Zusammenarbeit. Ich kann mich ja hier satt sehen an meinen Gesichtern. Einmal an den Gesichtern satt sehen und an diesem wunderschönen Himmel. Womit haben wir das verdient heute hier? Wirklich, wirklich klasse. Und die Idee, hier so Menschen aller verschiedener Couleur und Herkunft hier zu zeigen, das finde ich großartig. Und der Jan, der hat es ja klasse auch beschrieben eben hier. Also das muss ich sagen, diese Gesichter mit den Flaggenfarben, die gefallen mir fantastisch. Das finde ich eine tolle Idee hier von den Faces. Und ja, so geht es jetzt weiter hier. Wir gehen jetzt noch einmal zur Treppe hier. Ich winke noch mal hier an. Ich gehe jetzt einmal Treppe gucken hier. So, ihr Lieben. Wir gehen jetzt, wo wir schon mal hier sind, gehen wir einmal hier die Treppe gucken, was hier heute so los ist. Hier oben ist ja neuerdings auch ein Biergarten, das finde ich klasse. Tolle Idee, hier oben die Gastronomie zu machen. Und ich bin ja der Meinung, das hat kürzlich ja auch jemand gesagt, dass man hier in der Treppe auch eine Gastronomie machen sollte, dann wäre das Sicherheitsproblem gelöst. Na, hier sieht man. Hier sieht man die Stimmung auf der Treppe, ist schon leicht angespannt hier. Macht so Mittelspaß, je näher man der Treppe kommt. Ja. Also die Idee von jemandem, den ich kenne, ist, dass man hier die Treppe auch zur Gastronomie umwandelt. Da muss der Gastronom, der es macht, dann auch für die Sicherheit sorgen. Und dann gibt es hier kein Chaos mehr. So, jetzt schauen wir noch einmal hier. Na, Moment, ist ja noch alles ganz friedlich. Jetzt schauen wir einmal hier von der Treppe auf den Rhein. Und haben schon spektakuläre Bilder. Hier sehen wir drüben nach Oberkassel. Im Moment wirklich noch ein tolles Licht.
Und hier sieht man, das ist einfach auch klar, dass man hier gerne sitzt. Dass man hier gerne sitzt und den Sonnenuntergang genießt. Insofern, für eine Gastronomie wäre das ein wahnsinnig interessanter Ort eben auch. Können wir mit drauf? Düsseldorf lebt. Ich kann nicht schlafen, Bruder. Ah, schicksen. Die Leute kommen zu. Ihr wieder. 19. Ich habe schon geguckt, Nick. Düsseldorf lebt. Düsseldorf lebt. Kommen in Düsseldorf. Da, super. Darf ich einmal das Mikrofon halten? Hä? Das ist mein Traum, Mikrofon in der Hand zu nehmen. Nee, das machen wir nicht. Ich gebe mein Nico. Ich nehme mein Nico lieb. So, ihr Lieben, ihr merkt, das ist ja belebt und wir genießen hier den Sonnenuntergang. Ja, das ist doch, aber hier, das sieht doch hier super aus hier. Ne? Also, das ist die berühmte Treppe hier am Burgplatz neben den Faces mit einem wunderschönen Blick hier heute nochmal auf den Sonnenuntergang in Düsseldorf. Und hier wird gesungen, getrunken, bisschen das Treppchen, genau. So, jetzt sehen wir die Faces nochmal von hier. Das sieht schon klasse aus hier. Das ist der Burgplatz hier nochmal für die, die ihn nicht kennen. Sind die Kreise eigentlich weg? Ne, da hinten sind die Kreise. Seht ihr sie auf dem Boden? Da ist das kleine Zelt des Düsseldorf-Festivals hier. Also ein toller Platz mit schönen Gebäuden. Jetzt mit viel Licht. Normalerweise ist das gar nicht so hell hier. Aber das Licht ist angemacht worden hier. Wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen. So, jetzt noch einmal hier ein letzter Blick und wir sehen noch mal den wunderschönen Himmel hier am Rhein, am Treppchen, am Burgplatz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht es gut. Oh, was für Farben hier, kann ich mich ja satt sehen hier. Eieieiei. Nicht so schlecht, oder? Was wir hier noch sehen. Kriegen wir so ein bisschen Restlicht von der Sonne noch mit. Drüben den Stadtteil Oberkassel. Normalerweise sieht man von hier dann die Kirmes, die ja jetzt schon auch vorbei ist, aber die war ja auch gar nicht in diesem Jahr. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Tschö mit Ö und dann sehen wir uns morgen um 11.33 Uhr. Alles Liebe. Tschüss.